Nachdem ich gestern den lieben Odi vorgestellt habe, kleine süße Maus, kommt heute der Rüde Murek in die Reihe. Schon etwas größer, liebes Gesicht, tolles Fell, mit seinem Kumpel. Oh, traurig. Danke, Ursula, für die Rettungspatin. Schöner Hund, toller Hund, schöner Hund. Dann schauen wir, was über Odin so geschrieben steht. Also, nicht Odin, Odin, meine Freunde. Das ist Odin. Das ist Urek. Rasse Mischling, aber mal ein anderer Mischling, also wieder normale, osteuropäische. Mittlere Größe. Geburtsjahr circa 2018, da ist 6 Jahre alt. Kastration wie immer, ja, gut. Burik wurde am 15.02.23 von seinem Besitzer im Tierheim abgegeben, weil diese sich nicht mehr um ihn kümmern konnte oder wollte. Naja, das sagt ja alles über diese Person. Die Anfänge des Aufenthalts waren für ihn schwierig. Er schreckte die Menschen von sich ab, distanzierte sich und fürchtete sich vor der neuen Situation. Kann ich mir gut vorstellen, von heute auf morgen aus dem Zuhause, in dem Tierheim, laut, die Gerüche und alles, naja. Glücklicherweise wurde er nach der Quarantäne in den Zwinger versetzt, in dem Rüde Rolo lebte. Rolo, schauen wir mal gerade, kenne ich noch nicht. Ach doch, der war auch schön. Ach nee, komm mal noch dran, schöner Hund. Rolo lebte und hatte durch ihn die Möglichkeit, die Bildung von Beziehungen zu einem Menschen zu beobachten und nachzuahmen. Ja, Hunde leben. Mann, ja, sagt Morgen. Hunde lernen voneinander. Okay. In Bezug auf die Freiwilligen, die er näher kennt, reagiert er mit großer Begeisterung. Bei Fremden ist er weiterhin etwas ängstlich und zurückhaltend. Muss er aber nicht negativ sein. Wenn man ihm aber etwas Zeit gibt, taut er nach einer Weile auf und kann dann auch in Anwesenheit genießen. Er liebt uns Freiwillige und wir lieben ihn. Das ist schon mal gut. Also ich war ja schon ein paar Mal in dem Tierheim in Polen. Okay, das ist ein paar Jahre her, aber damals waren da wirklich nette Leute, wirklich nette Leute. So. Mit seinen Zwingerfreunden fühlt er sich besser als auf einer einsamen Wanderung. Artgenossen sind eine große Unterstützung für ihn. Perfekter Hund als Zweithund oder Dritt oder Vierthund. Wir sehen Burek in einem eher ruhigen Zuhause, wo idealerweise bereits ein weiterer Hund lebt. Schöner Hund, ja, das wäre jetzt ein Kumpel. So, Burek ist zurzeit im Tierschutzverein im Tierheim Paderborn. Schau ich mal gerade. Da ist er doch. Ja, ein schöner Hund. Toll. Schönes Fell, liebes Gesicht. Toller, lieber Hund. Genau. Bei uns zeigt sich Burak zunächst auch leicht zurückhaltend, fasste dann aber relativ schnell Vertrauen zu uns. Er ist vorsichtig. Okay. Und nicht gleich so überschwänglich. Gibt es auch Hunde. Aber wenn man ihm etwas Zeit gibt und ihn nicht gleich völlig überfordert, zeigt er sich auch sehr anhänglich. Im Grunde genommen genießt er die Zuwendung der Menschen nämlich sehr. Burik zeigt schnell, was ihm nicht passt. Aber kann ihn gut lesen und auf Situationen, die ihm nicht behagten, auch herausholen. Okay. Für Burik suchen wir zu Hause, wo es vielleicht etwas ruhiger zugeht und er nicht täglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird. Vielleicht älteres Pärchen. Er lernt ja auch, sich in neuen Situationen zurechtzufinden. Nun braucht er eben seine Zeit dafür. Erfahrene Hundefreunde wären für Burik schon wichtig. So, genau. Wer also einen lieben, schönen Hund will, 2018 geboren, also ungefähr 6, 7 Jahre alt, kann ich gerne hier ans Tierheim Paderborn wenden. Der Name ist Burek. Ich verlinke unten in der Beschreibung die URL vom Tierheim mit direkten Link hin. Genau.
Ja, dann würde ich mal sagen, Burek, ich wünsche dir alles Gute. Schöner Hund. Bis dann. Ciao.